Verschwörungstheorien gibt, dass er sie, sie ihn so rum umgebracht hat. Und er sich gar nicht selbst umgebracht hat, was halt total dumm ist. Okay. Leland Monroe. Und Cornel Monroe kenne ich nicht. Okay, was davon ist jetzt mein Wagon? Vermutlich der blaue. Der blaue sexy. Ich bin jetzt 7 Minuten weg, ich guck die Folge noch zu Ende. Bis gleich, Lul. Tu das. Oh Gott. Hast du hier wieder überspringen können, ne? Quiet! Ich finde es eigentlich, dass A&OA jetzt auf der Switch re-released wird. Interessant. Ich hoffe, es wird besser als die Version hier. Hoffentlich ändert das komplette Spiel. Nein, Spaß. Ja, keine Ahnung, weil ich so. Ich habe ja gedacht, so, ja, passt ja, wo ich jetzt gerade spiele. Mehr konnte ich dazu jetzt nicht sagen. Eigentlich ganz schön, weil das Spiel ja eigentlich doch. Nicht wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie erfolgreich das eigentlich war, das Spiel. Jetzt sollte er noch ein paar mehr spielen. Dass es vielleicht hilft, I want a minimum of noise and no prisoners. No prisoners? This isn't Pele Lu, Jack. These guys are grifting GIs. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. Just hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it done. Teams of two at the ready. Also ich hoffe halt, also was ich halt, dass dadurch vielleicht die Chance erhöht wird, dass ein zweiter Teil kommt, was mich doch freuen würde. Und dass allgemein vielleicht dieses Genre vielleicht wieder ein bisschen bekannter wird, ein bisschen. Ne? Also, Nintendo wird da jetzt nicht groß dran was ändern können, ne? Aber. Sag mal, das sind doch. Das gefällt mir, ein bisschen Action. Warum habe ich eigentlich so eine Pillow Talk. Warum habe ich so eine Billow-Waffe, wollte ich sagen? Das kann ich auch nichts machen. Nee, das ist dann vielleicht, weil im Grunde genommen das Setting und alles und auch die Ideen in dem Spiel. Das Spiel ist viel zu laut. Ich kann gerade, glaube ich. Ich glaube, ich sollte gerade besser nicht reden. Die ganze Zeit wieder mit A rennen, ne? Das hat auch bald ein Ende, ey. Also wieder GTA-Steuerung und die Steuerung verwechselt, ey. Naja, also im Grunde genommen ist das Spiel ja schon ganz kreativ. Es hat halt nur einige Fehler. Die mir persönlich nicht, also einige Aspekte, die mir dann noch nicht so gefallen. Was aber durchaus. Oh Gott. In einer Fortsetzung verschwinden könnte, wollte ich sagen. Was man verbessern könnte. So, meine Güte, ich kann nicht reden. Das ist ein guter. Nichts gesehen, aber wen abgeballert. Alter, ist das laut. Put the weapon down now. Oh. Oh! Wie er es voll geblutet hatte. Ups. That's it. Out of ammo. Out of ammo. Ich wollte gar nicht schießen. Come and get me. Ja gut, ganz gut, dass wir ein bisschen Action haben. Das lässt mich kurz vergessen, wie sehr ich doch gerade mit dem Spielspieler nicht klarkomme. Wie viele Menschen jetzt wieder abschießen muss, ne? Okay. Wie läuft? Doom und Wolfenstein. Ja. Um mal einen Tweet von, ich glaube, Herr DK. Ich glaube, auf jeden Fall von Herr DK zu zitieren. Ich freue mich schon, auf dem Klo sitzen zu können und währenddessen Nazis abknallen zu können. Und wie sich die Leute gefreut haben, dass in einem Nintendo-Stream Nazi gesagt wurde. Das war lustig. Also ich habe halt die Direct nicht gesehen, ne? Mal wieder. Ich habe halt nur dann im Nachhinein wieder mich ein bisschen belesen und so. Beziehungsweise durch Twitter und so bekomme ich eigentlich mal das Wichtigste meistens mit. Ja, trotzdem L.N.O.A., das finde ich halt ganz gut, dass es nochmal dann remastered, kann man halt quasi sagen wird. Beziehungsweise, es wird ja wahrscheinlich genauso aussehen. Denke ich mal. Dass dieses Spiel halt nicht in Vergessenheit gerät, das ist halt ganz gut. Jo. Ansonsten. Wie läuft... Warte mal. Nee.
Naja, die Rockstar-Formel halt. Finde seltsam, dass Doom auf der Switch mehr Partikeleffekte hat. Konsolen. Very sweet looking girl to be holding such a big gun. I know how to use it, mister. I'm sure you do. So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, Princess? You're quite the wise guy. I don't normally shoot women, Princess. How about putting the cannon down? Ah! I didn't think you had the guts, sweetheart. I was never very good at reading women. Monroe, where are you, damn it? Kann sein, kenne mich da nicht aus. Ist die noch gleiche Kotze mit Sonic Forces, weil die Moves schwammig sind. Ich lese hier alles doppelt und dreifach gerade. Wie läuft Vice City Stories? Die Switch ist halt die stärkste Konsole auf dem Markt. Ich beantworte die Frage gleich. Läuft aber nur auf 30 FPS. Ein 60 ausgelegtes Spiel. Weiß ich auch. Wenn ein Spiel auf eine Framerate gemacht wurde, ist es schon ein Unterschied. Doom nur in 30 FPS, das könnte echt hart werden. Ich meine, Doom ist ja so ein schneller Shooter. Da sind 60 FPS eigentlich schon sexy. Also, ich kenne mich da nicht aus. Ist die noch gleich kurz mit Sonic Forces, weil die. Achso, so rum. Soundtrack ist Stabbed the Wild und zündet auf der Switch. Das wäre was. Du drückst springen, der springt eine Sekunde oder zwei später. Das ist Sonic, also das macht was aus. Aber Sonic ist immer scheiße. Spaß. Ja, aber ich hab's, glaube ich. Nee, ich hab's noch nicht weitergespielt seit der Mission. Wie gesagt, ich hab diese Drecksmission geschafft. Hab dann aber gedacht, nee, komm, ich spiele jetzt erstmal nicht mehr weiter. Oh, ich sterbe jetzt erstmal. Oder auch nicht. Hab bisher noch nicht weitergespielt, leider. Ich wollte vorhin, aber dann bin ich doch auf dem Discord gegangen, bei Overwatch gespielt. Ich war die letzten Tage auch bei meinem Vater mal mit, ne? Das heißt, ich hatte nicht so viel Zeit. Aber ich denke mal, morgen oder so spiele ich bestimmt mal weiter. Bisher bin ich, aber ich glaube, ich hab schon ein bisschen gespielt, ne? Ist gar nicht so, dass ich jetzt so super wenig spiele. Wie gesagt, ne, habe ich ja neulich schon mal erwähnt in meinem Videospiel, dass ich halt gar nicht mehr so viel zocke. Ist wieder Bär geworden. Ja, bin ich stolz drauf, ja. Ich sage es einfach so. Ach, komm schon. Die sehen doch an! Ey! Ihr seid die Dodging Pros vor dem Herrn, Alter. So. Kann sich ja keiner geben mehr. Es kommen noch andere und schlimmere Drecksmissionen. Okay. Ach, wird schon. Nee, mir gefällt das Spiel immer noch gut. Alle Missionen davor bisher waren halt echt machbar und cool und ich mag das Setting. Und der Soundtrack. Der Soundtrack, Mann. Diese ganzen... Oh. Die ganzen 80er-Songs, das ist so gut. That's my opening negotiating position. Oh, you crazy son of a bitch. How did you get in here? Tja. I'm bleeding to death. Get me a doctor. Ich hab den die Tor erschossen. Monroe. Your boys outside were certainly expecting me. That's my second offer. You sadistic bastard. What do you want? I'm going to take a look around, Monroe. Then I want you to tell me what you know about the mayor and those Trojan houses that you're building. Ah, du Penner. Vor allem die eine, die mich zum Kotzen gebracht hat. Koten. Da ist der Dinger. Hier, wie ist er noch? John... Nee, Ah, wie ist der noch? Schaffen wir jetzt noch? John Nolan? Nee. Nolan? Doyle? Weiß ich nicht mehr. Kompetenz. Dings. Dings. John Schnee? Hab schon wieder den Namen vom Schauspieler vergessen. Ja, ich auch! Irgendwie John... Irgendwas mit N. John und dann irgendwas mit N habe ich gerade im Kopf. Ich kann mir auch erinnern. Ah, okay. Da sind wir eine schöne Cutscene, wa? Jetzt hab ich irgendwo mal Förderung gesehen. Dr. Fontaine. I need to speak with you. Urgently. Sit down. Please, sit down. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. It's the fund we are using to channel money into the development of new houses. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor.
Please, Courtney. Courtney Love. Those houses are a sham, Doctor. They're gonna be burned. Hinterher, wie kannst du den Namen vergessen? It's a scandalous allegation, Courtney. Do you have any proof? Ich bin ja so jemand, ne? In Film und Fernsehen kann ich mir immer keine Namen merken. Ich gucke einen Film und danach später habe ich alle Namen vergessen. Aber Schauspielnamen kann ich mir eigentlich, Schauspielernamen kann ich mir echt immer gut merken, aber den habe ich jetzt auch leider wieder vergessen. I don't know what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this subterfuge? Jack says it's a property developer named Monroe. He said it goes all the way to the mayor. You cannot have believed that I was involved. Hello. I don't know what to believe anymore, Doctor. I hoped that you weren't involved. Thank you for your trust, dear boy. Be still, Courtney. All of your troubles are finally over. Let them go. Let them drift away. Tja, das war's mit Courtney, würde ich sagen. Da sind sie alle. The Suburban Redevelopment Fund. Remind me what they say about absolute power, Monroe. Fuck you, Jack. Call me an ambulance already. Oh, du bist ja gar nicht Norbuth. Was? Leon. Ich merke mir den Namen der Charaktere. ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung, natürlich da so in welchen Serien oder Filmen schon eher. Aber, ja, 10 von 13. Keine Ahnung, ich vergesse Namen so schnell wieder. Ne? Das ist und jetzt schlimm ist manchmal sogar im Film. Also wenn ich dann, keine Ahnung, einen Film gucke und da nochmal an einen Charakter denke, dann manchmal weiß ich schon mal, wie heißt denn der nochmal? Aber wenn der Name fällt, kann ich es trotzdem sofort zuordnen, so, ne? Das kriege ich dann trotzdem hin, weil ich sofort, wer gemeint ist, aber ich komme selber häufig nicht drauf. Das ist total schlimm. Total komisch, vor allen Dingen. Sonst, wie gesagt, Schauspielernamen und so kann ich mir sehr gut merken. Ich kenne viele und so. Wieder rumkrepel, ey. Keine Ahnung, selbst werde ich mir auch ein Leben lang merken, den Namen vermutlich. Aber den Leland Monroe, den werde ich wahrscheinlich wieder nächste Woche wieder vergessen haben. Ich weiß von dem Typen noch, aber seinen Namen werde ich nicht mehr wissen. Aber wenn ich dann Leland Monroe höre, dann weiß ich sofort, ah ja, der dicke, hässliche Typi aus A&R. So was soll ich jetzt ja nicht machen. Mehr ist hier nicht, außer Money. Also hier ist gar kein Money drin. Doch, hier ist Money drin. Suburban Wohnbauförderungsgesellschaft. Hiermit betätigt das Lea, der Inhaber von Lea. Ja, $100, bla 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 bla. Das war jetzt ein Steuerfreigang zum Kapital, der ja. I'm guessing Benson's portfolio is only a fraction the size of yours, Monroe. Erstmal, das Geld kann ich mir nicht angucken. City of Latin. Oh! Polizei? Stadt Los Angeles, Kalifornien, Polizeibehörde. Polizeilicher Einschätzungsbericht zu Dr. Harlan J. Fontaine. Dr. Harlan J. Fontaine ist an der Lieferung und dem Verkauf von Betäubungsmitteln im Großraum LA beteiligt. Während seiner Tätigkeit als Klinikpsychiater hatte er große Mengen geschmuggeltes Morphium an Drogenhändler und Abhängige rausgegeben. Alles unter dem Deckmantel verschriebener Medikamente. Für seine Patienten. Zwischen dem 18. Juli und dem 3. September 1940 haben 20 unterschiedliche Blöde wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verhaftet wurden. Angegeben, dass die Drogen Medikamente seien, die ihnen verschrieben wurden, um die Symptome diverser psychischer Krankheiten zu behandeln. Einige von ihnen zeigten Dokumente, die ihre Behauptung belegen sollten. Da die Verhaftung von 4 verschiedenen Abteilungen ausgeführt wurde, Central, Hollywood, University und Highland Park, konnte Verantwortliche Officers kein Muster erkennen und es wurde keine weiteren Maßnahmen eingeleitet. Am 7. September 1947 wurde nach langem Verhör ein gewisser Doc Fontaine von Reginald Barclay als Partner aufgegeben. Siehe Verhörmitschnitt 5.10.
Barclay gab an, dass Fontaine, der Verkäufer, in einem Deal mit Willie Baines Foster, Festname noch, ausstehend war. Foster ist der Sittendezernat des LPD als Kurier für Maya Harris Cohen bekannt. Vicky Cohen. Am 29. August, dem 6. September und dem 12. September besuchte Fontaine einen Herrenausstatter auf dem Sunset Boulevard, der bekannterweise im Besitz von Maya Harris Cohen ist. Bei allen drei Besuchen befand sich Dr. Fontaine für mehr als eine Stunde in dem Laden. Zwei Tage nach seinem letzten Besuch am 14. September wurde eine Lieferung mit einem Straßenwert von $4,000 von einem Haus in Brentwood zu einem Lagerhaus in East Downtown gebracht, wo sie anschließend verschwand. Nach Ansicht dieses Officers spielt Dr. Harlan Fontaine eine bedeutende Rolle bei der Lieferung und... Smart. Hä? Keep the dirt on Fontaine under lock and key. This is your insurance. Das verfehlt ja einfach. Warte mal. Der Fontaine ist Assistant Procurator in Supply and Distribution of Narcotics in Los Angeles. With close ties to organized crime. I recommend that he kept under close surveillance until such time as a comprehensive legal brief can be assembled. Ja, unter Untersuchung, Haft oder Untersuchung. Ja, okay. Bedeutende Rolle bei der Lieferung und auf einmal Höhe. Auf einmal geht's wieder. Ja, mach weiter. Verkauf von Betäubungsmitteln in Los Angeles und pflegt eine Verbindung zum organisierten Verbrechen. Ja. Organisierte Kriminalität. Ich will, dass er bewacht wird, bis eine umfassende Akte zusammengestellt werden kann. Okay. So, meine Güte. Okay. Nicht, dass es jetzt wieder als Hinweis fehlt. Wartet. Ich habe eine Idee. Moment. Okay, nee, doch nicht. Bild umdrehen. Dreh das verfickte Bild um. Ich raste aus. Hä? Was willst du? Nein, habe Norbert umgebracht, weil ich seine Haare haben wollte. Dreh doch das verfickte Bild um. In Wirklichkeit heiße ich Leon F. und habe einen Faker gekauft, der für mich streamt. Ich nehme mal kurz etwas. Salt. Nutz einfach den Inkompetenz. Na, also der Chat im Stream buggt wieder. So, was für ein Bild soll ich umdrehen? Das andere Bild da von den Vieren? Konnte ich da irgendwas machen? Muss ich gleich mal überprüfen. That's a hell of a payroll. Wie er da rumkrebelt, Alter. Ich kann damit nichts machen, du. Oder was willst du jetzt von mir mit? Dreh das Bild um. Oh, ist auch noch was. Oh. Sawyer. Some sold up. The others obviously didn't know the links these sons of bitches would go to. It can't be stopped, Kelso. There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fucking mercy! Operator, put me through to Phelps, arson squad. Yeah, Biggs, it's Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa. Oh, thank God. Where? Fontaine. Dead? Former patient. So that crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe. He's raving. You want information, cocksucker? You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Do you want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. Not Casey. He did whatever Fontaine asked.
He had some kind of power over him. He did all the fires and then he went off the rails. I don't have a fucking name! He worked as a bug sprayer. Get me a goddamn doctor! Son of a whore! Get me a goddamn doctor! A polite invitation. Okay. Fragen richtig 1 von 3. Hey, alle Hinweise gefunden. Das aber wurde demontiert auf die altmodische Art. Okay, weiter! Speedrun. So, jetzt kommt der DLC-Fall. Mal schauen. Der dürfte jetzt... Genau, die Nicholson-Galvanisierung. Der dürfte jetzt, glaube ich, so ein bisschen außerhalb. Ich